Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Man of War 2 Assault Squad 2, Entschuldigung, Chalingor, Japan gegen Sowjetunion in der Mongolei, der No-Monhan-Zwischenfall. Huhu. Welcome to Mongolia, Shosa. While I'm sure you've heard of the recent border disputes, the time for talk is at an end. The Soviets must be driven out of our territory once and for all. We're counting on you, Shosa. Das freut mich. Okay, dann werden wir schauen, dass wir die Russen irgendwie hier rausbekommen. Jetzt werde ich natürlich mal gucken, dass wir meine ganze Ladung Truppen hier bekommen. Das geht ja schon mal gar nicht hier. So wie keine Truppen. Na, das geht nicht. So, dann tun wir nämlich euch mal hier hochstellen. Tipp, Verstärkung eingetroffen. Das ist ein toller Tipp. Da können wir nämlich auch panzern. Okay, gut. Verstehe. Stark eingetroffen. Danke für den Tipp. Wunderbar. Ich hätte ihm gerne noch mehr Tipps, wenn ihr wollt. Machen wir nochmal 200 und nochmal normale Infanterie. So, dann tun wir euch mal, dich mal nach links rumschicken. Ist bestimmt nicht das Schlechteste. Wie wär's denn mit euch so quasi hier? Unter dem Mercer-Trupp stellen wir mal hier rüber hin. Weil ich melde mit euch da. Irgendwas ist auf jeden Fall da. Irgendwas ist doch immer da. So, machen wir einen Trupp hier rüber. Und hier machen wir auch nochmal einen Trupp hin, denn warum nicht? Was haben wir noch übrig? Euch zwei haben wir noch übrig, okay. Wo schicken wir euch hin? Hier hin und nochmal einen weiteren Trupp dort rüber. Jo, dann werde ich mal sagen, hier ist bestimmt der Feind untergebracht. Dann lass doch mal hier ein bisschen Tod und Verderben runterregnen. Einfach nur so, um mal was draufgeschossen zu haben. Okay, gut, perfekt. Das ist ja schon mal etwas hier. So, nochmal ein bisschen neu positionieren. Und zum Scharfschuss geht es noch nicht ganz so gut, stelle ich gerade fest. Auch wahrscheinlich ein bisschen... Ja, der braucht keine Unterstützung. Der kriegt sie ja alle so auch platt. Flammenwerfer, Kollegen. Oh yeah. Darauf freue ich mich doch jetzt schon. So, du darfst auch lieben gerne weiter drauf schießen. Also du hast feuerfreie Erlaubnis von mir. Jedes bisschen, was wir direkt abschießen können, bin ich froh drum. Wunderbar. Schade, nichts getroffen. Der hat da was getroffen. Ich glaube, das ist der einzige, wo noch hier drin ist. Ich glaube ja. Ich glaube mal ja. Schießt du noch weiter? Dann sagt man nämlich, ihr seid ein neuer Trupp. Und zusammen könnt ihr es mal hier entstürmen. Okay, das war nicht so gut. Ah, den Trupp hat so ein kleines bisschen erwischt. Mit Betonung auf ein kleines bisschen. So, ihr kommt nach vorne. So viele Einheiten wie möglich. Einfach nur nach vorne in die Front schicken. Und et voilà. So nimmt man den ersten Punkt ein. Hehe. Operation funktioniert doch. Noch ein bisschen was anderes an Unterstützung gerade. Nicht nur Mörs und schwere MG. Wobei, jetzt kriegt man auch schon die ersten kleinen Wegelchen, wenn wir Glück haben, gleich. In den nächsten Minuten, sagen wir es mal so. So, Tugischieren und Tugischieren. Und ihr geht... Puh, ist eine gute Frage. Wo geht ihr jetzt hin? Wir müssen ein bisschen weiter nach vorne stürmen, auch wenn wir noch kein Fahrzeugchen haben. Eigentlich ja, und eigentlich machen wir das jetzt auch. So, du gehst mal nach vorne. So, ein bisschen deckungssuchend. Schauen wir mal, was wir hier so finden können. Gleichzeitig können wir aber auch sagen, wir haben hier eine richtig schöne große Truppe noch dran. Euch schicken wir jetzt mal in die Wildnis raus. Und gucken, ob wir hier irgendwas bekommen können. Weil wenn hier der Gegner irgendwie mal sich denkt, oh, können hier rüberrennen, hätte man nämlich ein ernstzunehmendes Problem an der Backe. So, nach da vorne, nach hier rüber. Na, guck, sehen wir schon, wenn schon die ersten angegangen. Da kriegen schon die ersten Probleme. Wärst du mit hier rüber so? Halt, so rüber? Yep, auf jeden Fall. Das machen wir. Und die nächsten paar kommen
Hier rüber. Und was haben wir sonst alles? Aber wir haben hier noch was, wir haben hier noch was. Und den Mercer-Trupp können wir direkt mal so nach hinten stellen. Und ich nehme auch noch mit rüber. Denn was soll's? Ja, da können wir doch. Da können wir auch nicht einheizen. Von zwei Seiten ausgehend werden sie angegriffen. Da haben sie keine Chance. Das halten sie nicht lang durch. Ich hätte es lieben gerne, dieses kleine Panzerfahrzeug. Das hätte ich jetzt wirklich mal gerne. Bin schon mal froh, dass wir zumindest den Mercer haben. Irgendeine Art von Unterstützungseinheit. Ich weiß gar nicht, ob wir für Punkt für Abschlüsse, glaube ich, auch noch was bekommen. Ich bin mir nicht so ganz sicher. Oh, Hallöchen. Ja, der beschießt uns recht gut, aber zum Glück haben wir hier einen Mörser, ne? Darfst noch mal was? Yep. Bis ich war auf wen er geschossen hat, auf den hier. Oh, das war nicht schlecht. Das war definitiv kein schlechter Schuss. So viel muss man ihm lassen. So viel muss man ihm lassen. So, und du gehst nach da drüben hin. Dass wir die rechte Seite schon mal ein kleines bisschen höher einnehmen können. Ich bin froh, dass das Hütchen hier so viele Schüsse abfängt momentan. Sonst wird das Ganze nämlich wahrscheinlich etwas anders ausschauen. Und die hätte ich schon lieben gerne. Ich komm schon. Gerade sagen, du musst auch mal nachladen können irgendwie. Kann man ihn vielleicht irgendwie. Ja, ihn können wir nach vorne holen. So, direkt hier rüber. So, kann man jemanden snipen? Momentan nicht eigentlich. Momentan nicht. Ja, wobei ihn. Ihn können wir snipen. Die können da hinten können weggeschossen werden. Das heißt, wir könnten eigentlich mit denen hier so weit nach vorne stürmen. Unterstützungseinheiten haben wir noch nicht so wirklich was ich gerne hätte. Oh, Hallöchen aber auch. Aber von da rechts kommen sie jetzt auch überall her. Du hier, was machst du? Mein Freund, was machst denn du bitte? Okay, du bist definitiv sonderbar. Du bist... Würdest du bitte aufhören? Könntest du wieder zurück in die Deckung gehen? Ich glaube, ich spinne. So, wo ist denn jetzt hier? Sollen wir nach hinten gehen? Ja, du kommst jetzt mal mit. Du kommst jetzt mal sowas von schnell hier rüber mit. Dann können wir nämlich noch gleichzeitig sagen, der hier soll den ganzen Bereich hier abdecken. Und mit Munition ist immer gut gesehen, können wir hier rüber gehen. Das heißt, so viel wie, wir haben jetzt einzelne Leute noch, die man hier versetzen können. Und ab nach rechts rüber. Da schauen wir, dass wir hier, whoop, das war eine schöne Explosion, dass wir vielleicht die da drüben etwas angehen können. Ja, mit denen könnte man doch bestimmt hier drüben schon mal hier ein bisschen Randale machen. Da spricht doch definitiv nichts dagegen. Wir bräuchten vielleicht nochmal einen normalen Infanterie-Squad oder sowas. Oder Panzerabwehr. Panzerabwehr wäre auch gut. Dass wir sie hier irgendwie reinbekommen könnten. Ernsthaft? Immer da? Was wollte ich gerade sagen? Irgendjemand muss doch hier sein. So komplett, dass niemand da ist, das glaube ich immer nicht. Weil irgendjemand ist immer da. So, du kannst hier rübergehen. Verstärkung? Okay, Moment. Warum kommen wir jetzt auf den Tipps? Das war vorhin auch nicht so. Spiel, Untertitel sind an, Tipps. Ah, hier gucke mal, übernehmen. Passt. Das ist doch gar nicht mal so schlecht. So, ihr kommt hier rüber. Du kommst hier rüber. Ans Abwehrsoldat. So, Unterstützungseinheiten. Noch einmal kein Bonus, aber den kriegen wir auch noch. Oh, Hallöchen, lieber Panzer. Hallöchen, lieber Panzer. Dich habe ich gesehen. Und es gefällt mir ganz so gar nicht, dass du hier bist. Haben wir denn schon... Alter. Jetzt sagen, oh, müssen wir doch noch ein paar Leutchen haben. Oh je, oh je, oh je, oh je, oh je. Oh, komm schon, war nicht zerstört, das gibt's sogar halt. Dankeschön für die Raketenartillerie. Die ist bestimmt auch hilfreich, aber jetzt müssen wir erstmal ein bisschen was anderes artillerieren. So, ihr hier. Nimm das da hier, du hier, nimm das da hier. Hallo, okay. Jetzt brauche ich doch keine Tipps mehr. So, jetzt hat zwei Maschinengewehrstellungen. Nimm das Ding. Will ich gerade sagen, du kannst das Ding auch jetzt vorhin fertig machen. Das sage ich jetzt nicht nein dazu. Oh, komm schon, ernsthaft.
Dann haben wir vielleicht irgendwie eine Panzerabwehrgranate auf ihn hier drauf. Yep. Schauen wir, ob du was erreichen kannst. Bitte sag ja, bitte sag ja. Wenn er nicht gerade weggeschossen wird, so wie es ausschaut. So, jetzt da aber. Weg mit dir. Ich wollte gerade sagen, hat die nichts genutzt? Ernsthaft? Ernsthaft, wunderbar, super, ganz toll. Ah, haben wir jetzt vielleicht noch zwei. Jetzt haben wir noch einen zweiten Panzer hinten dran. Dankeschön, besser als gar nichts. Besser als gar nichts. So, du hier, auch nicht hinten hin. Scharfschütze nach. Vielleicht nach hier. Okay, wo haben wir denn jetzt noch jemanden übrig? Ihr verheilt euch gerade, ihr verarzt euch, okay. Du hier. Ich frage mich gerade eher, wo die Schüsse seitlich herkommen. Gibt doch da überhaupt gar nichts. Wo kommt. Warum hat der jetzt schon wieder einen neuen Trupp? Das gibt's doch gar nicht da. Hier rüber gehen. So gut hinstellen, wie wir nur irgendwie können. Und ein Hago-Panzer. Oder lieber gleich einen großen? Ne, machen wir einen Jiha-Panzer. Warten wir auf den großen Panzer. Aber eine Haubitze haben wir doch auch noch geholt. Hm? Alter. Beweg dich. Ich glaube, ich spinne. Schießt der unseren? Lass den gefälligst nur. Ich glaube, ich bin. Geh rein. So. Dankeschön dafür. Jetzt kannst du nämlich auch mal reparieren gehen. Ernsthaft. Meine Güte, so, du hier. Panzerartilleriekanon. Ist ja schon mal gut, dass wir jetzt zumindest mal eine haben. Jetzt schießen wir die andere auch noch auf einen Zweck. Na komm. Fahrzeug abschießen eventuell. Gewehrschütze, du kannst nicht sagen, dass du jetzt schon wieder. Dass du. Hallo? Irgendwie hier? Dankeschön. Ich kann sagen, das Ding hier mag vielleicht noch am Leben sein, aber. Dann schieb ihn so hoch. Mir egal. Beweg dich einfach nur irgendwie. Oh, Manometer. Das würde es eben schon einfacher machen. Oder haben wir vielleicht Skill und können ihn übernehmen? Also wir können ihn übernehmen? Oh ja, ich bitte doch darum. Ich bitte doch darum. Wenn wir das machen können, dann machen wir das doch glatt. Hallo, ich nehme auch. Er gehört mir. Mir egal, wer was sagt, der gehört mir. Der gehört mir, den werden wir jetzt verteidigen können. Du kommst auch noch hier mit rein. So, Panzerabwehrkanone ist auch mit am Start. Wunderbar. Der Panzer ist an sich hier am Start. Sodle. Ihr wollt das Ding haben? Nicht mit mir. Definitiv nicht mit mir. So, wir haben hier noch ein paar Leutchen. Hinstürmen. Nehmen wir vielleicht den irgendwie. Mit ganz viel Glück können wir die niedermachen. Mit ganz viel Glück können wir sie niedermachen. Haben wir vielleicht noch irgendwas hier hinten gerade? Yep, wir haben hier noch was. So, hier rüber. Zack, bingo. Der wird gerade nicht angegangen, das heißt, den können wir jetzt reparieren gehen. Haben wir vielleicht noch Glück mit einem weiteren Panzer oder Unterstützung? Warte mal, Unterstützung. Ha, Unterstützung. Ne, 200 mm. Yep, eine 200 mm nach da hinten bekommen. Das heißt nämlich, über den Langgang können wir jetzt unser Artillerie hin positionieren. Euch geht's gut soweit? Euch geht's gut. Wunderbar. Das wird hier weggesnipert. So, mehr Panzer haben wir momentan ja auch nicht. Genauso wenig wie hier. Verstärkung ist eingetroffen. Ist natürlich auch nicht schlecht. So, dann ihr hier. Ich stelle euch generell da hinten hin. Ich würde mal behaupten, ihn können wir auch. Er ist ja keiner mehr drin momentan. Das ist natürlich doof. Das ist natürlich doof. Du gehst mir hier rein. Und euch hier
Schauen wir, dass wir irgendwie nach vorne bekommen können. Das wäre schon mal eine große Hilfestellung, sagen wir es mal so. Und die kommen echt nicht nach oben. Sollen wir nach vorne stürmen, um das noch vor uns zu bekommen? Sie schwimmen alle. So, dann gehen wir noch ein bisschen nach vorne. In Betonung auf ein bisschen hier nach vorne. Denen geht's auch nicht mehr ganz so gut. Ihr repariert immer noch fleißig weiter. Wo ist denn hier diese fette Haubitze? Ah, hier ist sie. Moment, irgendwo war es noch. Hier ist sie, hier ist sie. Du stellst dich genau gerade hier hin. Dann können wir nämlich sagen, ihr hier. Und das Ding hier für mich ein. Wie lange braucht ihr denn noch, um das einzunehmen? Das gibt's sogar halt. Okay, können wir vielleicht nochmal eine Haubitze holen? Warum nicht? Machen wir einfach. Zack, hier zwei Haubitzen. Dann sind wir hier rechts mit Haubitzen aufgestellt. Die können hier auch gute Arbeit leisten. Euch habe ich schon weggeholt. Hallo? Ich kann sagen, den hier nach darüber stellen. Ich wollte mir nur sagen, du gehst hier rüber hin. Du gehst hier rüber hin. Der Trupp hier könnte... Da warst du krass Zeichen. Na egal. Ihr bleibt einfach mal genauso, wie ihr seid. So, hier rüber. Der Panzer ist auch unter Kontrolle. Ja, wunderbar. Alles klar, was hier losgeht. Noch ein Panzer, noch ein Panzer. Hier drüben ist noch keinerlei Verstärkung angekommen. Deswegen können wir auch hier noch nicht so gut nach rechts rüber gehen. Aber den Posten hier oben werden wir ziemlich schnell erobern können. Wir haben genug Artillerie. Genug Mörser, sagen wir es mal so. Um den gesamten Bereich hier irgendwie mit Schüssen einzudecken. So, wie wäre es denn, wenn wir den hier da rüber verfrachten könnten irgendwie? Da spricht doch nichts dagegen. Hehehe. Den hier so rüberstellen. Der hat zumindest irgendwas im Visier. Das ist ja schon mal etwas Gutes. So, und du hier? Hehe. Du wirst jetzt meine mobile Infanterie hier vorne sein. So, einmal nach vorne stürmen. Wenn hier irgendwas versucht rauszukommen, schießt es ab. Genau. Hier rüber vielleicht? Ach, Hallöchen. Das sind ja ein paar Leute. Da verstecken sich ja wirklich eine Handvoll Leute noch da hinten. Wie wär's denn mit? Wir haben doch bestimmt noch ein paar Scharfschützen, Panzerabwehrsoldaten. Brauchen wir auf jeden Fall. Hätten wir doch gerne gesehen. Was ist gerade in die Luft geflogen? Wollte ich gerade sagen, hier die Haubitze kann doch hier ganz geradeaus durchschießen. Oh, das ist auf einfach super. Das läuft super. Stärkung ist da, wunderbar. Kann man hier rüber gehen. Dann der Scharfschütze kann definitiv hier aushelfen. So, was noch heißt, ich dich hier. Zusammen mit dem hier. Wir werden einfach mal ein Squad. Das passt schon. Ihr geht hier rüber hin. Einmal darüber gehen. Nee, den Antrittplatz habe ich schon mal ausprobiert. Der war jetzt nicht so das Beste auf der Welt. Da gibt es definitiv noch bessere Varianten von ihm. So, haben wir sonst noch irgendwas? Da hinten haben wir vielleicht noch was? Naja, auch nicht wirklich. Auch nicht wirklich. So ein Hago-Panzer? Nee, wenn, dann möchte ich so einen richtig schönen fetten wieder haben. So, dich hier. Stellen wir mehr nach vorne hin. Der Panzer kommt hier rüber. Ja, das ist halt auch ein hart umkämpftes Eck, muss man sagen. Und ich brauche... Ja, ich brauche noch mehr Normaltruppen. Marineeinheiten für 350. Ja. Genau euch hier brauche ich doch. Panzerabwehrtruppen. Hier rüber hin. Und dann eine Schützung mit ein paar weiteren Infanteristen. Und zwar direkt hier ins Kampfgebiet. Und brauchen wir nochmal ein paar Panzerabwehr, eigentlich eher weniger. Wenn dann vielleicht wirklich direkt wieder ein Panzer. Das dürfte nicht verkehrt sein. Hallöchen. Ich
gerade sagen. Also ich glaube, du kannst den noch ein bisschen besser abschießen. So, hier rüber. Der auch hier rüber. Wie kostet denn der? 500. Das sind definitiv keine billigen. Das sind keine billigen. Ah, da hinten werden sie auch schon angegangen. Okay, können wir hier durchgehen auf jeden Fall. Hier können wir. Ach, guck an, wer da hinten sich versteckt. Eine kleine Haubitze, so wie es ausschaut. Ja, gut, dass ich nicht noch weit nach vorne gegangen bin. Das hätte man jetzt ein Problemchen gehabt. So ein kleines Problemchen aber auch. Okay, du gehst weiter nach vorne. Du gehst definitiv hier hin. Haben sie ihn abgeschossen? Ja, ich glaube, sie haben ihn jetzt abgeschossen. Ja, sie haben ihn abgeschossen. Wunderbar. Das heißt, ihr könnt nach hier vorne gehen. Machen wir so einen kleinen Häuserkampf hier gerade. Hier rüber. Wunderbar. Du hast aber schon noch genug Munition, oder? Ihr habt genug Munition. Ihr könnt ja definitiv noch Schaden anrichten. Da hinten kommt noch ein bisschen was. Hier kommt noch ein bisschen was. Und du hast definitiv den Blickwinkel nach da vorne. Können wir noch ein bisschen weiter ausbauen. Da spricht nichts dagegen. Wir haben hier nach links was, wir haben nach rechts noch was. Komm, du schießt einfach mal hier mitten rein. Was soll's? Na komm. Okay, hätte ja was sein können. Hätte ja was sein können. So, wir hatten ja noch hier eine Spezial-Raketengeschütz, irgendwie sowas. Oh, und ich stelle gerade eins fest. Wir haben definitiv zu wenig Munition. Zurückgehen. Da müssen wir die Leute noch so ein bisschen unterstützen. Das heißt, der Munitionstruck muss schauen, dass er ziemlich schnell, ziemlich weit von nach vorne kommt. Ihr hier kommt ins Haus rein. Was haben wir noch als übrig? Ach, guck, da haben wir sogar noch mal einen Trupp übrig. So, wunderbar. Einmal hier reinstürmen. Von allen Seiten hier hin. So, ihr auch. Halt eine. Von hier hinten. Ja, man hier hinten ein. So rum. Ja, wunderbar. Das ist unser Schulgebäude hier gehört. Das ist nämlich das Beste vom Besten, würde ich mal behaupten. So, das gehört noch nicht uns, aber wir sind bald fertig. Oh, und Raketen. Ja, wunderbar. Raketentrupp, du hier gehst ein ganzes Stück nach vorne. Okay, wie schaut es jetzt hier hinten aus? Der Punkt ist ziemlich freigeräumt. Vielleicht noch nicht komplett frei von allen Gegnern, aber so ziemlich freigeräumt. Von links geht er auch angegangen, von hier wird er auch angegangen. Okay, heißt. Wir gucken, dass wir weiter können. Ja, ich hoffe doch mal inständig, dass alles, was zurückbleibt, nur noch reiner. Ja, könnte ich hier den verfrachten? Alles nur noch Rauch ist. Wenn nicht, wäre das schade. Das wäre sogar richtig schade. Okay, wir bräuchten vielleicht noch einen Trupp, der da nach rechts rüber geht. Können wir da welche absondern? Infanteristen können wir uns hier holen. Okay. Das ist schon mal was. Das ist doch schon mal etwas. Da haben wir alles frei und... das habe ich auch noch gar nicht gesehen davor. Wie das Wasser hier rauskommt. Nicht schlechter Specht, nicht schlechter Specht. So, ihr hier. Schaut mal, ob er nach weit fein nach vorne kommt. Das gleiche machen wir jetzt mit euch beiden hier. Einmal komplett nach vorne durchgehen. Und jeder bekommt hier Unterstützung und Verstärkung und weiß der Geier was. Ja, damit habt ihr jetzt nicht so wirklich gerechnet, so wie es ausschaut. So, einmal hier entlang. Dann ihr kommt hier rüber hin. So, einmal hier, einmal dort. Haben wir noch genug. Oh je, okay, komm. Du hast ihn gesehen. Dann würde ich gerade sagen, du hast ihn auf jeden Fall gesehen. So, weiter nach vorne rücken. Gehen so weit nach vorne rücken. Und du, mein Freund, gehst jetzt hier rüber. Lass mal schauen, was uns da hinten so alles erwartet. Wenn der Panzer einfach mal alles kaputt macht, was soll's.
APC-Rounds auch zerstört, wunderbar. Kettenbeschädigt, Motor beschädigt, war Motor beschädigt. Wer schießt denn? Ach, da hinten ist jemand. Wow, okay. Okay, Moment. Und 28 Meter, das ist zu viel, so wie es ausschaut. Okay. Dann müssen wir uns neu positionieren. Und zwar hier. Ihr stellt euch hier rum hin. Ihr nehmt das Ding jetzt ein. Mit ihm hier können wir so weit, ziemlich weit nach vorne fahren eigentlich. Und ihr hier geht ins Haus rein. Das ist natürlich jetzt doof. Das ist mehr als doof sogar. Hier rüber gehen. Könnte ich weiter nach vorne gehen, solange der hier nämlich im Weg ist momentan. Okay, wer ist damit? Jetzt müsste das Ding aber abschießen können eigentlich. Und ein Banzai-Angriff können wir jetzt auch noch machen. Keine Ahnung, was das ist, aber wir machen ihn einfach mal. 500 einfach mal so bekommen, das ist doch geil. Das ist doch super. Der kann mir öfters mal so viel geben. Die versuchen es wirklich, das Ding hier niederzumachen, aber der Panzer ist stark. Das Gute ist, der Panzer ist richtig stark sogar. Hui Won. Ein ganz großer, nehmen wir einfach mal her, warum nicht? Müssen wir mal gucken, wo wir sonst noch irgendwelche Truppen gerade übrig haben. Wir haben... Oh, Hallöchen aber auch. Euch wollte ich doch bestimmt haben. Würde ich doch mal annehmen. Bis ganz nach vorne, Mr. Kane. Oh Gott, jetzt sehe ich es gerade. Da kommt gerade jede Menge Panzer. Ich glaube, das ist der Banzai-Angriff. Könnte ich mir so quasi gut vorstellen. So, und so rüber. Hier. Ja, ihr werdet hier gut angegangen. Ihr werdet auch gut angegangen. Ist jetzt der komplett zerstört oder was? Ja, super. Wie schaut es jetzt mit dem hier aus? Einfach das Ding so angreifen, ohne irgendetwas. Heilgranaten, sie sind zumindest mal dabei. Sie laden das Ding schon mal durch. Jetzt kommen schon, ernsthaft? Tja, ich wollte gerade sagen, also... Ich muss behaupten, es geht euch dann ganz schlecht, wenn ihr das hier machen würdet. Der ist weg vom Fenster, das Ding ist auch weg vom Fenster, so. Heißt, jetzt müssen wir gucken, dass wir jede Menge Zeugs wegschießen. Ich glaube, da hinten war vielleicht noch mal eine. Da hinten dürfte noch mal eine gewesen sein, bei uns zum Glück. So, hier rüber und hier rüber. Artillerieangriff. Oh, okay, hier ist Artillerie angesagt, wie es ausschaut. Ziemlich viel Artillerie sogar, sagt er mal, Leute. Können mit dem hier nach vorne durchdrücken. Der ist nicht mehr reparierbar, so wie es ausschaut. Na gut. Jetzt schauen wir doch mal, ob wir da vielleicht was reißen können noch. Dieses Ding hier. Okay, oder auch nicht. Oder auch nicht. Und zurück, und zurück. Oh Gott, das... Uiuiui, das will ich nicht machen. Das will ich nicht machen. Das Ding, jupp. Dankeschön. Einmal verfehlt. Hehehe. Die Tung auf einmal verfehlt. So, auf jeden wird wahrscheinlich nicht so einfach sein. So, das da hier. Genau, die Stelle muss nämlich mehr als nur fallen. Wenn die nämlich nicht... Oh. Wenn die nicht fällt, haben wir nämlich ein erstes Problem. Okay, den geht's auch gut, den geht's auch gut, den geht's auch gut. So, mit dir wollte ich mal nach da hinten gehen. Genauso wie ich mit dir mal nach da hinten gehen wollte. Wir gehen geradeaus mit dir wiederum. Und, ah, da, wunderbar. Nach vorne durchgehen, nach hier hin durchgehen. So langsam wird es doch... Uiuiui, okay, Turmbeschädigt, zurück. Wo zum Henke holen die diesen ganzen Angriff her?
Okay, wie wäre es mit hier angreifen? Bin mal gespannt, ob das funktionieren kann. Das hier vielleicht? Tatsache, das funktioniert sogar. Ich breche vom Glauben ab. Okay, hier nach hinten. Hier nach hinten. Ach, da kämpfen immer noch einzelne Leute gerade. Okay. So, wie schaut's denn jetzt aus? Können wir vielleicht... Die sind ja gerade echt überall am Rumschießen, bis zum Umfallen. Sind die da hinten eigentlich schon weg vom Fenster? Oh, ich sehe gerade ein neuer. Medizinische Hilfe, medizinische Hilfe, medizinische Hilfe. Alles mit dem, was wir mit dem können. Und solange wir es auch noch können, sagen wir es mal so rum. Einsatztruppen, Infanterie, wir brauchen ein paar normale Leute noch hier. So schnell wie nur irgendwie möglich. So, euch beiden geht's auch soweit gut, das ist schon mal schön. So, einmal nach darüber rum. Du hier reparieren, wegen deinem Hauptgeschützturm. Dann ihr hier hinten. Ihr könnt weiter nach vorne rücken. Und könnt mit ganz viel Glück sogar hier hinten noch ein bisschen was erreichen. 300 Leute Flammenwerfer tippen. Boah, das sind die, das könnt ihr nicht mehr lange aufhalten. So, schauen wir doch mal, wenn wir hier durchfahren. Würde ich doch mal annehmen, schaut es doch gar nicht mal so schlecht für uns aus. Du hier hinten natürlich. Nach da vorne gehen. Oh, du könntest eigentlich auch mit nach vorne gehen. Die könnten bestimmt Unterstützung gebrauchen von dir. Hier hingehen. Was ist mit dir? Der ist auch so gut wie tot. Die Flanke hier wird durch die ganzen hier gehalten. Ja, so wie wir hier noch ein paar Leute haben. So, hier nach vorne stürmen. Jedes bisschen, das wir einnehmen können, ist ein guter Punkt zum Einnehmen. Okay, Hallöchen, wo kommst du noch einmal her? Moment. Fahrzeug wurde repariert. Na, wunderbar. Genau das wollte ich doch hören. Dann können wir nämlich jetzt eine neue Panzeroffensive machen. Oder an sich überall mal vorstoßen. So, haben wir noch gerade jemanden da? Ja, da hinten sind... Da hinten haben wir auf jeden Fall noch jede Menge Raketenleutchen. Mit euch hier können wir aber schon mal nach dahin vorstoßen. Um so viel wie möglich Artilleriefeuerrunde zu jagen. Also wir mal mit dir nach vorne gehen und mit dir nach vorne gehen. Und einen weiteren Panzerangriff können wir sogar auch noch machen, denn warum nicht? Direkt aufs Hauptquartier. Jetzt sollte man genug freigeschossen haben und freigeschaltet haben, um das Ganze hier überhaupt machbar zu machen. Wow, okay. Da scheint jemand noch wissen zu wollen, so wie es ausschaut. Wie wär's denn mit, du hier greifst mit einer Rakete mal die Stellung hier drüben an. Einfach nur um zu wissen, ob da was ist. Also wenn da was war, ist es jetzt nicht mehr da. Sagen wir es mal so rum. So, du hier auch. Da drüben hinschießen. Na, eventuell vielleicht. Okay, nicht ganz gedacht. Oh, macht nichts, macht nichts. Das macht ganz und gar nichts aus. Was haben wir da hinten noch für... Hier sind da viele Infanteristen noch. Eigentlich möchte ich hier schon... Ich möchte hier eigentlich hier schon reinbekommen. Genau hier. So rumverteilen. Den hier nach da oben bekommen. Den Panzer wiederum so rumbekommen. Ja, herrlich. Sieht's, passt. Und habe ich jetzt einen Panzer verloren? Nein, habe ich nicht. Okay, zum Glück. Ich wollte gerade sagen, das wäre jetzt schlimm gewesen, hätte ich jetzt einen Panzer hier hinten verloren. Einfach nur, weil ich nicht aufgepasst habe. Ich hin. Okay, da habe ich zumindest ein kleines bisschen was. Wollen wir mit Betonung auf ein kleines bisschen was? Schaut's momentan aus. Da sind ein paar drauf, da sind ein paar drauf gegangen. Darüber stellen und dich auch darüber stellen. Ich würde so quasi mal sagen... Oh. Wo kommen denn die Geschütze her? Da hinten. Oh, das sind große Ballisten.
mal sagen, da haben sie vielleicht Probleme bei der Entfernung. Nicht mal, nicht mal. Trifft das Ding auch? Ich glaube, ich breche vom Glauben ab. Die treffen sogar. Warum habe ich die nicht schon früher geholt? Das sind ja wahre Wunderkanönchen hier. Ich glaube, hier hinten war noch mal eine, aber ich glaube, die ist zu weit weg. Das war vielleicht ein bisschen zu viel des Guten. So, hier nach vorne stürmen und du bist noch am Reparieren momentan. Okay. Das kann natürlich recht gut sein. Und die haben, aber Haubitzen haben sie bis zum Umfallen. Haubitzen haben sie wirklich bis zum Umfallen. Ist wieder einsatzbereit? Okay, ab nach da vorne. Hier geht's rüber. Wie können wir sie jetzt noch ein bisschen zusammenschießen? Vielleicht ein bisschen bessere Aufklärung, würde ich mal sagen. Und einfach noch mehr Schüsse. So, vielleicht hier rüber, so rum in die Richtung. Einmal nach darüber hin verschwinden. Das ist gerade unsere gute Angreifung. Wir sind gerade unsere. Okay. Sagen wir es mal, du bist Trupp 1 und du bist Trupp 2. Das geht nicht so, wie es ausschaut. Na, schade. Das hätte die Sache ein bisschen einfacher gemacht. Aber ich möchte auf jeden Fall mal gucken. Wo sind sie noch alles untergebracht? Da müssen wir schießen. Dann die nächste Rakete darf liebend gerne. Aber wo hat er sie denn? Dorthin schießen. Dann darfst du wiederum. Boah, wo schießen wir jetzt mit dir hin? Nach da hinten ist wahrscheinlich nicht das Schlechteste. Banzai-Angriff nochmal nach darüber schicken. Wir haben gerade ziemlich viel Geld, stelle ich gerade fest. So richtig viel Geld sogar. Da hinten haben wir noch ein bisschen was, aber das ist eigentlich auch nicht wirklich viel. Also wenn der Panzerdenker müsste jetzt von links angreifen, da möchte ich ihm doch einen kleinen Strich durch die Rechnung stellen. Ziehen, so muss ich ja sagen. So, du hier angreifen in den Bunker rein. Ich finde es immer wieder aufs Neue genial. Na komm, es wird geladen. Und. Du hast noch 17 Stück. Ich weiß, du kannst schießen. Es kann auch nicht zu weit für dich sein. Ein freies Schussfeld sollte eigentlich auch nicht das Problem sein. Würde ich doch mal ganz stark annehmen. Warum schießt der also nicht? Okay, vielleicht brauchen die eigentlich wirklich so lange, um mal nachfeuern zu können. Das kann richtig gut sein sogar. So, hier noch einen hinschießen. Bleibt demnächst, sollte man eigentlich schwere Einheiten. Oh, keine schwere Einheit. 1000 für den Shihei. Ich habe keine Ahnung, was das für einen ist, aber ich möchte ihn haben. Das ist jetzt schon mal sowas von klar, den möchte ich haben. Und der wackelt vor lauter Freude. Oh, guck, wir können nach vorne gehen, wir können angreifen, wir können was kaputt machen. Okay, schauen wir doch mal. Wenn jetzt mit unserem Verbündeten so ein bisschen nach vorne gehe. Na, der Panzer bleibt einfach für ewig da hinten stehen, das passt dann schon. Was wäre, wenn wir dich jetzt nach da vorne schicken würden? Okay, ist doch ein bisschen heftiger Natur. So ein kleines bisschen heftiger Natur, gerade wenn... Aha. Na komm, ich kann... okay. Hat sich die Typ gerade rausgeschossen oder was? Dann bitte wieder reingehen. Besteige das Gerät. Fahr ein bisschen zurück. Weil damit habe ich jetzt gerade echt nicht gerechnet. Überhaupt nicht sogar. Der kam jetzt von irgendeiner Seite. Ach, von da kommt der Beschuss. Sag, hier hinschießen. Haho für 1100. Was gibt's denn da für Einheiten? Du huiuiuiui. Okay, jetzt guck mal. Trifft die oder trifft die nicht? Definitiv nicht getroffen.
Die hat leider nicht getroffen. Haben wir noch irgendwas Neues? Nein. Das heißt, die superschwere Einheit, die nächste ist die Haho. Und ich habe keine Ahnung, was es ist. Wir haben nicht mal eine Cheho, aber ich möchte sofort eine Haho haben. Können wir vielleicht sogar sagen. Jorin? Nur so als Gaudi vielleicht mal? Man weiß es ja nicht. So, einmal den Geschütz zu mir belegen. Wenn man schon mal so weit vorne ist, dann kann man doch auch bestimmt den Geschütz. Huiuiui, Hallöchen. Und zur Menge Turm beschädigt. Na, wunderbar. Dann einmal kurz alles bitte reparieren. Das wäre ja wunderbar. Na, okay, der ist jetzt auch zerstört worden. Passt. Sieht's fast und hat Luft. Wunderbar, nehmen Sie Verlangen an. Der Chuhun 1100 für den Haho. Weißt du was? Ich möchte einfach mal nur wissen, was der Haro überhaupt ist. Deswegen spawnen wir ihn jetzt mal hier hin. Ist der. Ach, da ist nicht mal einer drin, würde ich mal behaupten, ne? Dann wird das keiner drin. Du hier gehst hier rüber. Dann gehst du hier rüber. Du gehst hier rüber. Ihr verteilt euch einfach mal ein bisschen. So ein kleines bisschen zumindest. Dich kann man nicht nehmen, macht aber nichts. Dich kann man nach da hinten verschieben. Wir sind hier auch schon mal safe. Den haben wir auch den Punkt. Das heißt, wir können. Ach guck, der ist sogar eingenommen worden. Den hier mitnehmen. Du hier, nimmst den da hier mit. Ich finde schön, wenn automatisch die ganzen Geschütztürme auch noch aufploppen hier. Wow. Da ging einer drauf. Da ging definitiv einer drauf. Okay. Was hat der Gegner denn noch? Er hat Panzer, so wie es ausschaut. So einiges an Panzer, so wie es ausschaut. Oh je. Oh ja, oh ja, oh ja. Da müssen wir vielleicht jetzt noch ein bisschen aufpassen. Wanne zerstört worden. Das ist natürlich nicht so gut. Eine zerstörte Wanne ist nicht das, was man sich so erhofft. Die gehen auch so nach und nach kaputt. Na, weißt du was? Wir können doch die zwei hier bestimmt nach vorne stellen. Das dürfte doch unseren Angriff wesentlich effektiver machen. Schieß da hinten drauf. Du hier. Schieß auf den hier hinten drauf. Einfach nur, weil wir es können, würde ich mal behaupten. Schade, zu weit hinten. Und außerhalb vom Kartenrand, die ich glaube, ich spinne. Okay, das heißt, wir müssen den auf jeden Fall nach rechts holen. Du musst den Leuten hier sowas von aushelfen. Der Resch kann irgendwie so gehalten werden. Aber die rechte Flanke, die macht mir jetzt gerade so ein bisschen Sorgen. Gerade wenn die Panzer hier rechts wirklich, die hier gerade außerhalb vom Bildschirmrand rum oxidieren. Und sie eventuell doch noch in den Hintern beißen könnten, in der Theorie. Ja, fahr nur alles durch, hast schon recht. Hast schon recht. So, schießt du auf das Ding hier drauf? Ja, woher? Woher kommen die ganzen Schüsse auf einmal? Aber da, ach, guck mal, da hinten ist auch noch einer am Leben. Und ich möchte immer noch den Chaho sehen. Schwere Rakete. Oh ja, Löchen aber auch. Wo können wir dich denn reinjagen? Was würde dem Gegner wehtun? Bestimmt hier mitten rein, oder? Ich bei vom Glauben ab, ja. Ja, komm, 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 komm. Hm? Ist die so langsam unterwegs, die Rakete? Natürlich nicht so schön. Chu, auch noch besorgen. Oh, das ist herrlich. Das ist doch sowas von herrlich. Weil so viel haben sie auch nicht mehr gerade da. Ne. Sie haben definitiv so gut wie nichts mehr da. Das ist schön. Und eins müssen wir es aber noch machen. Die haben doch bestimmt noch irgendwo ein paar Hubitzen oder sonst irgendwas rumstehen. Einfach nur sicherheitshalber schießen wir nochmal hier hinten rein. Genauso wie direkt hier rein. Die beiden Sachen müssen auf jeden Fall noch fallen. Insofern natürlich möglich. Du hier, mitkommen.
Dich habe ich auch noch was. Für dich habe ich sowas aber noch was übrig. Ihr seid eigentlich auch soweit in Sicherheit. Das heißt, der letzte Ansturm kann in der Theorie eigentlich kommen, oder? Ah, nee, hinten. Haha. Links haben sie noch eine Haubitze. Wärst du mit hier rein? Eventuell. Ja, Raketen brauchen lange. Raketen, habe ich gesehen, brauchen wirklich lange. Bis die mal feuerbereit sind. Na, komm, eventuell. Vielleicht. Nächste Zeit. Also, solange die eine Haubitze noch dran steht, möchte ich jetzt ungern eigentlich mitten in die Gegnerparade reinrauschen. Hallo, bist du vielleicht mal geladen? Ach, da geht das noch, das weiß ich. Panzerangriff. Panzerangriff, einfach nur einen Panzerangriff machen, warum nicht? Wir haben genug Leute im Hintergrund. Nochmal bitte. Hierhin. Ich habe schon gesehen, da war gerade so ein kleiner Zeiter. Also demnächst müsste es ja eigentlich bereit sein. Die Bedingung auf dem. Okay, ich habe keine Ahnung, wo der jetzt herkommt. Da, okay, gut, was soll's. Oh, komm schon, ernsthaft? Wo zum Henker kam jetzt der Schuss wieder her? Ihr Schwein, ihr Ländigen. Ihr Schwein, wo haben wir den großen Panzer? Da haben wir den großen Panzer. Dann dürft ihr jetzt mal da reinkommen. Da reinschießen, was soll's. Alle mal nach da vorne. Haben mein großes Spielzeug kaputt gemacht. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Das kann ich so definitiv nicht akzeptieren. So, ist der Rest vom Schützenfest. Hier ist er. Wunderbar, laute kleine Panzerchen. Mit den kleinen Panzerchen können wir nämlich jetzt mitfahren. Und jetzt uns nämlich denken. Wenn der Gegner denkt, der müsse uns jetzt hier so niedermachen, dann hat er definitiv nicht mit uns gerechnet. So, wunderbar. Komm, Panzerchen. Nummer 1 ist da zerstört, aber der zweite noch nicht ganz. Haha, so. Auf nach da vorne. Komm schon, Leute, komm schon. Zeigt ihm, was eine Hake ist. Hilfe, Hallöchen. Ich habe keine Ahnung, wo jetzt der Schuss herkam, aber der war definitiv nicht gut. Das können sie auch lassen. Das können sie definitiv auch lassen, die Leute. Ich wollte gerade sagen, wo kommt denn der Spawn her auf einmal her? Ihr könnt abgeschossen werden, ihr hier, okay. Das heißt, der nächste ist, da hinten ist einer. Den habe ich doch glatt noch nicht gesehen. Oder er wurde bisher noch nicht richtig angegangen. Das kann natürlich auch sein. Beide Raketen insofern bereit, abschießen. Schieß in die Gegner rein. Einfach nur reinfahren. Na komm, angreifen. Welchen Angriff da drauf einfach nur machen. Na komm. Na komm, put. Irgendwie, es möchte nicht so ganz, wie ich möchte. Es möchte nicht so ganz, wie ich möchte. So. Jetzt sind wir mal schneller als das Gewehr hier, als die Haubitze da drüben. Und machen ihn mal vor uns fertig. Das war's. Das war sowas von, die haben keine Überlebenschance mehr. Der Panzerangriff hat funktioniert. Er kann noch ein bisschen weiter nach da vorne gehen. Aber sonst sind wir eigentlich durch. Hier noch hinbrummen. Hier krabbelt so viel rum. Ich habe doch bestimmt irgendwo einen einzigen Soldaten noch übrig, oder? Ja, guck hier. Dich können wir mal hier. Du, mein Freund. Aussteigen. Raus geht's. Du darfst jetzt diesen glorreichen Punkt als einziger einnehmen. Als Victory-Punkt. Und somit hätten wir nämlich die Mission auch hinter uns gebracht. Aber ganz ehrlich, über die Hato. Das finde ich jetzt doof.
Das hätte ich schöner gefunden, wenn wir die jetzt noch ein bisschen länger gehabt hätten. Man sieht, ein Raketenangriff, der dauert ewig und drei Tage. Guck, da hinten kommen sogar noch die nächsten raus. Das können wir natürlich noch unterbinden, indem wir noch sagen, hey, jetzt stellt auch mal hier drüben noch mal ein paar Geschütze von uns hin, denn die sind eh gerade hier. So, zack, hier. Passt soweit. Flammenwerfer? Natürlich nicht so gut. Okay, aber eigentlich haben wir doch nicht genug hier vorne. Ernsthaft? Ernsthaft? Wir haben nicht genügend Leute an der Front. Haben wir vielleicht irgendwo noch einen ganzen... Ach, guck, wir haben doch... Na, wir haben doch hier hinten einen Trupp. Dann machen wir es halt anders. So, mal zurückziehen. Dann gehst du nämlich hier rüber hin. Also das ist ein Verbündeter. Okay, der darf hier sein, der darf hier sein. Alle anderen nicht, aber der darf zumindest hier sein. 3%, also was sollt ihr da bitte noch machen? Wir könnten zu Gaudi noch mal einen Banzerangriff herholen. Einfach nur, weil wir die Ressourcen gerade übrig haben. Das ist schön, danke für den Tooltip, aber den habe ich eigentlich ausgeschaltet. Den habe ich eigentlich ausgeschaltet. So, also jetzt müsste ich doch eigentlich genug haben. 5 MP. So, was ist jetzt falsch? Ich habe doch alles jetzt, macht das nicht. Dankeschön. War nicht genug Soldaten hier. Mission erfolgreich bestanden. Wunderbar. Kommt noch irgendwas? Das freut mich doch, dass ich vor Japan einen weiteren Sieg erringen konnte. Peinlich wird es zu eigenen Verlusten. Ja, geht eigentlich. Nur 17 Fahrzeuge verloren, der Gegner 32. Die Haubitzen waren noch ein bisschen heftig, gebe ich zu. Aber sonst hat es eigentlich recht gut funktioniert. Und deswegen sage ich an der Stelle, ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Zuschauen. Und es würde mich freuen, wenn ihr bei der nächsten Mission wieder mit dabei sein würdet. Bis dato, macht es gut. Wie immer. Tschüss.